Hallo, herzlich willkommen zurück hier zu Morhun Kart. Ja, es ist schon ein bisschen her, ein paar Tage, dass wir Morhun Kart Let's Played haben auf diesem Kanal. Heute melde ich mich zurück mit Morhun Kart XS diesmal. Die XS-Version besteht nur aus Zeitrennen, die man zwar mit allen Charakteren fahren kann, aber nur auf der Strecke Outdoor. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mal ein paar, ihr seht schon, Morhun Kart Hacks angucken. Tatsächlich, so etwas gibt's. Wie ihr hört, ist die Musik leicht verändert. Und die Strecke ist verändert. Kann man ja sehr schön sehen. Ja, Werbungsschildfrau ist auch da. Also, das hier ist die Strecke Outdoor. Vielleicht kennt ihr sie noch. Die Kühe sind auch ein bisschen Milka-mäßig. Naja, eigentlich sehen die eher aus wie irgendwelche Alien-Viecher, wenn ich mal ehrlich bin. Und man merkt auf jeden Fall, dass Lesun sehr viel angenehmer steuert. Weil es Morhun Kart normal ist und nicht Morhun Kart extra. Tja. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Es gibt noch ein paar andere Hacks, die wir uns in diesem Video mal ansehen werden. Also es gibt drei Hacks, habe ich gefunden. Drei Custom-Strecken von Morhun Kart, wobei es ja auch keine richtigen Custom-Strecken sind. Es sind ja einfach nur Texturveränderungen. Ich habe aber herausgefunden, wie man selbst so ein bisschen Morhun Kart hacken kann. Und habe da mal so ein bisschen selbst reingeguckt, was man da so alles verändern kann und wie. Was ich hinbekommen habe, ist zum Beispiel, dass hier statt dem Outdoor-Lied tatsächlich ein Random-Lied lief, das ich einfach mal aus meiner Musik-Playlist gezogen habe. Und das habe ich tatsächlich hier eingefügt bekommen. Also das ist nicht unmöglich. Texte ändern etc. dürfte auch leicht sein. Also zum Beispiel, dass da nicht Runde steht oder dass da nicht Zeit steht oder Bestzeit oder die ganzen Hauptmenü-Sachen und sowas. Und auch Texturen austauschen ist dann noch ein bisschen schwieriger, ja. Aber was willst du machen? Ja. Das ist ein bisschen schwieriger, aber wirklich nur ein bisschen. Also das ist alles machbar. So, und ich würde sagen, wir machen gar nicht lang rum. Wir schauen uns die nächste Strecke an. Und da sind wir. Das war gerade Morhun Kart Schnee. Jetzt kommt Morhun Kart Wüste. Und hier wurde zum Beispiel auch schon der Hintergrund verändert, wie man schön sehen kann. Was steht denn bei Hilfe? Gibt es da irgendwas Neues? Nein, schade. Hier, das kann man nicht auch alles umschreiben. Das ist gar nicht mal so schwierig, wenn man sich da ein bisschen einliest. Also meiner Meinung nach nicht schwer. Und damit schön skurril wird, nehmen wir den Schneemann. Und ihr seht, auf einmal ist diese Strecke eine Wüstenstrecke. Was ich sehr, sehr cool finde. Morhunkart.net, die Fanpage zum neuen Kultspiel von Phenomedia. Ja, die Seite gibt es übrigens nicht mehr, habe ich schon ausprobiert. Leider gibt es sie nicht mehr. Aber ich werde euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung und diesmal wirklich die Seite verlinken, auf der ihr diese Strecken hier downloaden könnt. Übrigens könnt ihr euch die auch downloaden, wenn ihr kein Morhunkart habt, weil das hier die Demo-Version ist, Morhunkart XS. Und die Demo-Version, die darf ja sowieso jeder spielen, das ist auch nicht illegal. Von daher alles easy. Also sehr, sehr cool sieht das Ganze hier aus. Ich finde, die ganzen Bäume sind auch zu Kakteen geworden. Das hat auch was. Einzig und allein, man kennt schlecht, wo die Strecke aufhört, ne? So teilweise. Weil hier alles aus Sand ist. Kontrast ist ein bisschen wenig. Aber ist schon ganz cool. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es tatsächlich keine Custom-Strecken gibt. Und das scheint auch schwieriger zu sein, wirklich eigene Strecken für dieses Spiel zu programmieren, sage ich mal. Was ich sehr schade finde, weil das würde natürlich dem Ganzen hier nochmal einen neuen Reiz machen. Wenn es hier echt neue Strecken, neue Cups vielleicht sogar gäbe, das wäre natürlich richtig geil. Also wenn es da irgendwie eine Community gäbe, die ähnlich wie bei Mario Kart Wii, wisst ihr noch, ne? Genauso ähnlich. Warte mal. Ja, die Kuh ist übrigens auch jetzt ein Kaktus. Arme Kuh. Aber sie muhen noch, also es scheint ihnen nicht so schlecht zu gehen, wie es aussieht. Naja,
Also, dass da so eine Community wie bei Mario Kart gäbe, das wäre sehr cool. Ist aber dann doch eher unwahrscheinlich, wie es aussieht. Denn es ist halt Mario Kart. Für Mario Kart interessieren sich nicht so viele Leute. Und wie gesagt, es scheint wohl auch ein bisschen schwieriger zu sein, hier neue Strecken einzufügen. Aber, naja. Eigentlich dürfte es nicht so schwer sein, ganz ehrlich. Ich meine, es ist Mario Kart. Und die Strecken sind ja wirklich sehr einfach gehalten. Du kannst ja nicht mal hier einfach mal Offroad fahren, ja. Die verschiedenen Bodenbelege machen auch keinen Unterschied. Also es ist ja wirklich extrem einfach gehalten, muss man ja sagen. Naja. Das war auf jeden Fall Mario Kart Wüste, also Outdoor-Wüste hier sozusagen. Wenn man ruhig ändern können in den Dingens hier. Es ist wie gesagt nicht so schwer. Wir sehen uns dann also das nächste Spiel an. Bis gleich. Also die nächste Strecke. So, vielleicht habt ihr es gerade noch gesehen. Wir sind jetzt bei Mario Kart auf Tolus. Vielleicht kann mich jemand mal darüber informieren, was Tolus ist. Sagt mir jetzt gar nichts. Wir nehmen mal Pumpkin und fahren mal eine Runde auf Tolus. Angeblich soll hierbei sogar Beschleunigen und das Bremsen angepasst worden sein. Ja, ich merke davon jetzt nichts. Moorhansa ist auf jeden Fall im Schlüssel. Und oh Gott, das ist auf jeden Fall ein bisschen schneller, oder? Einiges schneller. Ach du Scheiße, okay, es wurde doch angepasst. What the fuck, ey? Also wir sind scheinbar im Weltraum, so wie es hier aussieht. Auf einem fremden Planeten, würde ich jetzt mal schätzen. Sieht zumindest so aus. Mit komischen Kühen, die grün sind. Und mit Bild.de-Werbung. Also Bild.de ist scheinbar auch hier vertreten im Weltraum. Sehr schade, aber es ist so. Ja, ganz nett, ne? Ganz nette Spielereien hier. Es ist im Endeffekt halt trotzdem immer noch dieselbe Strecke. Leider. Ja, finde ich wirklich sehr schade. Gut, aber da, ja, wie gesagt, wenn es eben schwer ist, das zu hacken, dann ist halt eben schwer, ne? Diese ganzen Strecken hier, ich finde es lustig, dass ich die noch nirgendwo auf YouTube gesehen habe, diese Strecken. Tatsächlich, also gibt es kein Video davon, wie es aussieht. Ich bin der Erste, der hier Strecken zu macht. Ja, aber leider gibt es halt keine komplett eigenen Strecken. Das finde ich halt wirklich noch sehr schade. Hallo Zug. Es gibt übrigens, wenn man sich mal mit diesem ganzen mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, es gibt ein Tool, welches ihr auch in der Beschreibung findet. Und mit dem könnt ihr euch in die Dateien von Mario Kart reinfriemeln. Ja, also normalerweise gibt es eine Mario Kart DAT-Datei, so heißt die. Und da sind alle Daten zu Mario Kart drin. Die Strecken, die Lieder etc., die Texturen, alles. Ups, naja, falsch geschrieben. Ist auch nicht schlimm. Oh, guck mal. Oh, hast du gesehen? Da hat sogar jemand sich die Mühe gemacht und hat die Strecke verändert. Geil. Sehr cool, das gefällt mir. Genau. Und was man dort auch findet, wenn man sich da mal ein bisschen umguckt und die ganzen Dateien sich ansieht etc., dann wird man feststellen, dass es eine Log-Sound-Datei gibt. Wenn ich daran denke, werde ich euch jetzt mal diesen Sound hier reinschneiden. Genau. Und so hört sich die Log-Sound-Datei an. Heißt also, es sieht so aus, als hätten die Entwickler von Mario Kart sich mal überlegt, ob diese Züge, die hier in diesem Tunnel hier links, einmal hier gestrandet sind und einmal hier links gestrandet sind, dass diese Züge tatsächlich eventuell auch fahren können oder zumindest mal Geräusche von sich geben. Wahrscheinlich hätte man sich dann einfach dagegen entschieden, weil man sich dachte, na komm, die sind eh kaputt, die müssen keine Geräusche mehr machen. Andererseits die Kühe, die ja offiziell noch am Leben sind sozusagen, auch wenn sie keine Animationen haben. Was aber für die damalige Zeit jetzt nicht so dramatisch ist. Also das auf jeden Fall mal als kleine Hintergrundinformation. Fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch näher mit dem Thema auseinandersetzen werde. Mal schauen. Wenn da jemand von euch irgendwelche Erfahrungen hat oder irgendwie Ahnung hat, zufälligerweise, ich glaube es zwar nicht, aber kann ja sein, dann schreibt mir gerne. Und dann gucken wir mal. Genau, hier steht Tolus. Das finde ich sehr, sehr cool. Also da wurde sich Mühe gegeben.
So, und jetzt schauen wir mal kurz den Highscore. Welche Zeit war schneller? Die von eben. Eck? Was ist ein Eck? Hab ich gestern, glaube ich, gemacht, ne? Zum Testen. Naja. Okay. Das war also Morgenkart Tholos Wüste und Schnee. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen ja, Spaß mit diesem kleinen Video. Und naja, ich sag mal so, ich wollte dieses Video jetzt mal unbedingt machen, weil es einfach so eine Art Hoffnungsschimmer ist, ja. Zumindest was eben die Hacking-Szene in Morgenkart angeht. Ich weiß, die Strecken sind schon ziemlich alt, also teilweise 10 Jahre alt oder sowas. Andere nicht so sehr, aber es gibt nur diese drei bis jetzt, diese drei Texture-Hacks. Wenn ihr noch weitere kennt, schickt sie mir gerne. Ich fände es cool, wenn dieses Spiel, ich meine, es ist ja wohl offenkundig, dass dieses Spiel tot ist. Ja, also spielt keiner mehr, es wird auch nicht mehr wirklich verkauft. Ich meine, man kriegt es noch auf Amazon, glaube ich. Aber es ist ja wirklich tot, definitiv. Von daher fände ich das sehr, sehr cool, wenn es da eine aktive Community geben würde, die wieder so ein bisschen dieses Spiel auferstehen lässt, sage ich mal. Durch eben neue Strecken, durch Hacks, durch was weiß ich was. Da kann man ja viel machen, wenn man es kann. Ich kann es leider nicht. Aber ich werde mich reinfuchsen und mal gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und habt noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, euer Frittenfritter. Ciao, ciao. So, und mal der Vollständigkeit halber zeige ich euch nochmal das, was ich gebastelt habe. Es ist nichts Besonderes, es ist die ganz normale Outdoor-Strecke in Morgenkart XS mit Bild- und Telekom-Werbung. Und ihr werdet aber gleich hören, da ich dieses Lied, es war ein Lied von Anna F. mit dem Titel Too Far, wirklich ganz random ausgewählt, hier eingefügt habe. Wie ihr hört, läuft es auch schon im Hintergrund. Ist tatsächlich nicht von mir so. Ja, wenn ihr wollt, lade ich es euch mal hoch, einfach als Beweis. Und dann könnt ihr es downloaden. Ja, nichts Besonderes. Es ist einfach nur Morgenkart mit einem Lied, das nicht passt im Hintergrund. Aber theoretisch kann man es mit jedem anderen Lied auch machen. Man braucht lediglich eine WAV-Datei. Und die ist ja schnell zu bekommen. Das ist ja kein Problem. Und dann kann man hier jedes Lied einfügen. Was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Also in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.